Ja! Hallo, ich bin der Manuel Schad von SVD Sports. Neben mir der Urin Geller, der Elmar. Wie ihr gesehen habt, geht es ganz schnell, dass man eine Steckachse so verformt. Nee, Schmann, also so habe ich die noch nie gesehen. Hast du schon mal so eine Steckachse gesehen? Abartig. Vorhin war es das Gabelrohr. Wer sowas Wer sowas schon mal gesehen hat, der kann nur ahnen, was da mit Vorderrad und mit Gabelbrücke passiert. Das war ein Auffahrunfall. Der Kunde hat uns gesagt 20 km/h. Die Geschichte dazu ist, der Kunde ist... Entschuldigung, ich habe Husten. 30 Jahre im Besitz dieses Motorrades. Wir haben 2023,90 gekauft, also vielleicht 33 Jahre besitzt diesen Motorrades. Der hat mir also erzählt, der Sohn heranwachsend, 15, Haus, also das ist jetzt alles hinter sich und es wäre jetzt wieder Zeit fürs Motorradfahren. Und dann passiert halt sowas. Und wir sind einfach bei den alten BMW-Boxern so weit, dass man sagt, trotz eines Unfalls sind die Motorräder es wert, sie wieder herzurichten. Dafür widmen wir dieses Video. Wie ist das Prozedere? In 90% der Fälle kriegen wir von verschiedenen Firmen die krummen Rahmen zugeschickt. Wir begutachten die Rahmen. Wir... Was ist mit euch los? Wenn ich jetzt loslege, dann steht da hier keiner mehr. Oder? In 90% der Fällen bekommen wir von den Firmen die Rahmen zugesendet. Da ist ein kurzes Begleitschreiben dabei, Rahmennummer, lalala, Rahmen krumm, ob wir den richten können. Mit was richten wir den Rahmen? Wir spannen den Rahmen in die Richtbank vom Sigi Lamas ein. Die habe ich damals abgekauft und mittels Spindeln und einer hydraulischen Presse, das hat mir gerade gefehlt, richten wir die Rahmen aus. Nachher können wir die Rahmen wirklich in die Grundform, manche sagen sogar, dass es fast gerader ist, als er vorher war, wieder zurückdrücken. Gerade. Dass er gerade ist oder gerade? Gräder ist doch ein Werkzeug, ein Baufahrzeug. Gibt es Gräder? Ja. Zum Straßenglatt geschrieben, ne? Ja. Also gut. Wir sind in Franken. Okay. In dem Fall, jetzt bei diesen letzten Rahmen war es halt immer so, dass ich jedem Kunden nahegelegt habe, den Rahmen dann auch wirklich zu verstärken. Weil wir 40 Jahre alten Stahl gerade biegen, also der hat ja schon mal eine Verformung gekriegt, dann kriegt er eine Rückverformung und da ist das Verstärken besser. Was spricht denn eigentlich dafür, so einen Rahmen zu richten? Warum richtet man den, wenn der Marktpreis für einen Rahmen bei 500, 600 Euro, wir sind im Jahr 2023, da muss man mal sehen, in 10 Jahren sieht es vielleicht anders aus. Was spricht dafür? Eigentlich nur die Eintragungen und die Fahrgestellnummer. Wenn man heute sich einen Rahmen kauft, in eBay, und lässt dann alles umtragen und macht es mit der neuen Fahrgestellnummer, hat man schon ein bisschen Papierkram. Das kann am Ende auch den Preis des Richtens übersteigen. Und jetzt bei so einer Aktion, so einem Unfall, ist ja immer noch jemand schuld. Oft wird es auch von der Versicherung übernommen. Da würde es auch mit einem anderen Rahmen gar nicht so einfach funktionieren. Da müsste man sich es auszahlen lassen. Aber das sind die Punkte, die müsst ihr abklären. Ich möchte euch nur zeigen, und ich möchte es auch den Kunden am Ende des Telefons zeigen, dass man solche Rahmen richten kann, dass man die nicht wegschmeißen muss. Weil meistens kommt es echt nur von den Händlern. Die Kunden wissen das gar nicht.
die schmeißen es weg oder zahlen irgendwo einen Haufen Geld. Jo, habt ihr noch Fragen? Ja, ne? Und da bauen wir Musik ein beim richten Menge. Was möchtest du da für Musik hören? Klassisch? Ja, schon. Ne? Klassisch, Klavier? Dinner. Aber wir gehen nochmal auf die Gabel ein, ne? Nochmal zurück. Jetzt in dem Fall ist das so, dass der Elmar, dem der eine Rahmen gehört, der bekommt einen gerichteten, verstärkten Rahmen von uns wieder. Und die Gabel kaufen wir gebraucht an, weil ich mich sträube, sowas irgendwie wieder gerade zu biegen. Mit den Gabeln haben wir darüber diskutiert, wie kommen wir an gebrauchte Gabeln ran. Das ist so ein cooler Gleislauf. Also wir verkaufen irgendwelchen Menschen Gabeln einer KDM mit unseren Gabelbrücken. Diese Menschen verkaufen ihre GS-Gabeln wieder nach hinten weiter. Und hinten bewegt sich der R80-S-Fahrer, der die GS-Gabel kauft und verkauft seine G-S-Gabel wieder weiter. Und da kommt dann meistens der R45, R65 oder SD-Fahrer dazu. Und somit leben diese Gebrauchteile immer im Kreis. Und wenn es gar nichts mehr geht, dann verkauft man es nach Italien. Da unten braucht es nochmal jemand. Das ist so hart. Also es wird nichts weggeschmissen. Auch hier kann man sich überlegen, diese Seite ist für mich Mürre. Und die Gegenseite sieht nicht schlimm aus. Wir werden das jetzt prüfen. Und die würde sich super noch auf der linken Seite für die Doppelscheibenbremse eignen. Also auch da muss man schauen, was man wegschmeißt. Ist da was kaputt? 20 km Aufschlag. War es eingefedert? Sieht man irgendwelche Risse? Man muss sich da einfach bewusst sein, dass dieses Zeug einfach noch in Umlauf kommt. So schlimm, wie es klingt. Jetzt gehen wir mit dem Rahmen mal zur Richtbank. Und dann spannen wir den mal ein. Okay. Das müsste der Rahmen gewesen sein. Da sieht man auch die Verformung. Der Anschlag ist weggerissen. Der ist aber auch nur mit zwei Pünktchen fest. Der Lenkanschlag. Wie ihr seht, ist der Hals noch angeschwollen. Ne, man braucht ein bisschen Oberarm, weil es halt alles beim Richten mit Spindeln und Hydraulik schon mit Kraft verbunden ist. Wir haben jetzt den Rahmen ein ganzes Stück Richtung gerade gebracht, aber der Johannes kann jetzt auch keine 3 Stunden neben dran stehen bleiben. Das müsst ihr jetzt einfach verstehen. Deshalb haben wir uns einen ähnlichen Rahmen genommen. Da ist jetzt auch das alles noch dran. Und da zeigen wir jetzt einfach mal, in welchen Regionen wir den verstärken würden. Nachdem das Blech gerade gezogen ist, geht man da rein, dass man auch mal sieht, was BMW für Schweißnähte knallt. Da knallt ihre, oder? Siehst du das? Das muss noch jemand rausmachen wieder. Da muss der Wolfgang mit dem Meißel ran. Nachdem er da gerade ist, kommt er bei uns in die Schweißlehre rein. Dann zimmern wir da unten ein Verstärkungsblech rein. Hier oben kommt der Verstärkungsblech rein. Das heißt, das, was bei dem anderen Rahmen passiert ist, dass ich das so weit nach hinten schieben konnte. Deswegen ist da der Knick, also spiegelverkehrt jetzt, ne? Für euch auf der Seite einfacher. Da ist der Knick, weil das Rohr so weit nach hinten gegangen ist beim Auffahrunfall. Das kann nicht passieren, weil es über diese Spange gehalten wird und über diesen Schub gehalten wird. Und damit man das auch wirklich noch fängt, ist nochmal das dabei. Wenn man sich den Rahmen einzeln anschauen wird, wären es zwei einzelne Schleifen. Diese Schleife ist nur mit dem Lenkkopf verbunden und diese Schleife
ist nur mit dem Lenkkopf verbunden. Zueinander war gar keine Verbindung original da. Wir versteifen es, machen diese Halterung rein, dann kann das nicht passieren. Ich bin ganz schwer der Meinung, dass wenn man einen Auffahrunfall mit unserer Upside-Down-Gabel macht, mit dem Rahmen, dass wir den nachher nichts mehr richten können. Weil durch die Verstärkungsbleche, wenn der sich dann verformt, das hält unsere Richtbank nicht aus. Da wäre dann wirklich angesagt, alle Bleche wieder lösen, neu ausrichten, dann versteifen. Haben wir noch nicht gehabt, das Problem, deshalb, ich glaube, wirtschaftlich wäre das dann ein Unsinn. Dann würde ich lieber einen Ersatzrahmen nehmen und alles neu eintragen lassen. Wenn einem aber an einem Rahmen was liegt in meiner Heimat und man möchte den unbedingt gerichtet haben, ab R60 bis R100R, Baujahr 96 waren, glaube ich, die letzten Zulassungen, ist es kein Problem. Und ihr habt auch gesehen, wie die Bleche sich wieder gerade ziehen. Das funktioniert alles. Das ist halt wirklich ein Zeitfaktor. Ich mache den auch nicht an einem Abend. Ich gehe da immer mal in den Richtraum rein und drehe und muss mir dann überlegen, in welche Richtung ich gehe. Ne, einmal, wenn du rüber bewegst, hast du in der anderen Ecke Schwierigkeiten. Ihr habt gesehen, wie viele Parameter wir haben. Wir können einzeln die Schwingenaugen verschieben. Wir richten die dann hier zu der Achse vom Motor aus. Wir können hier alles ausrichten. Wir haben die Daten von den Rahmen da. Wir können euch in den Videos leider nicht alles zeigen. Deswegen gibt es immer nur Ausschnitte. Es ist ja auch irgendwie ein gewisses Betriebsgeheimnis. Und wenn der ausgerichtet ist, ist der gerade. Aber bitteschön, überlegt's. Ein Rahmen, der gerichtet ist, heißt, der hat sich durch den Unfall verformt und wir haben ihn wieder zurückgezogen. Der ist dann auf jeden Fall, bin ich der Meinung, nichts mehr so einsatzbereit wie einer, der verstärkt ist. Es gibt genug Kunden, die mit gerichteten Rahmen rumfahren. Das gibt ja auch Firmen, die das einfach betreiben. Also es bin ja nicht nur ich, die den Rahmen wieder gerade ziehen, sondern es gibt genug andere Firmen. Aber für uns war das wichtig, diese Richtbank zu kaufen, weil wir beim Verstärken festgestellt haben, dass wir so viel krumme Rahmen haben. Und anfangs habe ich die Rahmen einfach oben ins Lager gelegt und habe dafür einen anderen Rahmen hergenommen. Aber irgendwann kann ich das auch nichts mehr bezahlen. Und dann ist es dann doch wirtschaftlicher, die Rahmen zu richten, damit wir, wenn der dann versteift ist, dann habe ich da gar keine Probleme, weil dann passt das alles. Und beim Richten ist es nie gleich. Da ist zwar viel Erfahrung mittlerweile dabei, wir machen das jetzt schon fast 6 Jahre lang, aber einmal musst du von oben drauf drücken, einmal musst du von unten ziehen, einmal musst du nach hinten drücken, einmal musst du dann wieder hochrichten, die sind immer unterschiedlich, die Unfälle. Jetzt hat man auch mal einen Rahmen, der war einfach viel zu lang. Und der war viel zu lang nach vorne raus. Gibt's das zu lang? Ja, das war eine vom... das ist total blöd jetzt. Das war eine unten aus dem Bodensee mit einer langen Gabel drin. Ja, die war halt nicht verstärkt und die lange Gabel hat den Rahmen anscheinend so nach vorne gebogen. Da hatten wir unten am Ende fast 1,7, also 17 mm zu viel Platz. Da muss man dann schon schön zurückziehen. Da ist dann dieser Punkt weiter vorne. Könnte durchs Federbein sein, aber von beiden Seiten, also eindeutig die Gabel. Haben wir wieder zurückgeschoben und dann verstärkt. Jo, so viel zu dem Technikbereich. Viel mehr wird euch auch nicht interessieren, wenn jemand so eine Richtbank bauen will. Das ist eine elendige Arbeit, deswegen habe ich es auch lieber gekämpft. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr Fragen habt dazu oder sowas, lasst ein Like, einen Kommentar. Könnt gerne schreiben, war gut oder war nicht informativ oder da könnte noch einiges dazukommen. Wäre auch total toll, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir haben auch einen Instagram, TikTok-Kanal, wir sind auch auf LinkedIn. Also ich denke, ich bin fast überall vertreten. Unterstützt uns bei der Scheiße. Wir sind einfach eine Nische von der Nische und da nochmal in der Nische und dann sind wir da die GS-Fahrer dazwischen. Also wir brauchen da auch wegen Support. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder, hoffe ich. Bis bald. Ich habe noch eine Frage. Ja. Warum hast du so einen dummen Bart? Oh ja, es ist November. November 2023. Und ich habe da extra den Link. Hier unten, oder hier? Unten. Link. Unter dem Video. Und nee, ich kann den oben rein machen, oder? Also, in meinem November-Account. Kannst du auch oben rein. Ja, ich mache da oben rein und unten im Video im Text. November, habe dann einen eigenen
Account, da kann man Geld spenden. Mein Ziel war für dieses Jahr 360 Euro. Wäre total toll, wenn ihr euch beteiligt. Was passiert mit diesem Geld? Das Geld wird für die Männergesundheit genutzt, Krebsfürsorge, Nachbehandlung, Krebs, also einfach für uns Männer. Deshalb beteiligt euch, macht mit. Wer kein Geld spenden will, der kann aktiv mitmachen, rasiert sich das Gesicht und lässt sich so ein Pornobalken wachsen. Wenn euch das gefällt, könnt ihr einen Kommentar dazugeben. Wenn es euch nicht gefällt, unterlasst es einfach. Bis bald, euer Manuel Schad von S4 Sports. Und richtig. Ganz schnell, ganz schnell. Oh. Jetzt ist wieder gerade. Mach nochmal ein bisschen. Ja, und jetzt komm. Hallo, ich bin der Manuel Schad von S2D Sports. Du hast jetzt alle drei Pegeln. Darf ich nochmal einpegeln? Nee. Erst voll nah, dann voll weit. Entscheide dich doch mal. Ja. Fährst du jetzt immer am Ende? Das war du, warst du, ich habe nur Mund gemacht. Nee, du. Guck, das funktioniert, ich kann synchron pfeifen. Sieht doch gar nicht schlecht aus, mal baden. Mach mal ihn langsam da.